Die Piratenpartei fragmentiert meine neuronalen Geflechte auf Deutsch. Sie nervt. Frischen Wind wollte sie in den Politbetrieb bringen, doch sie erzeugt nur einen übelriechenden Shitstorm, der sich kräftig um sich selbst dreht. Dank der mantraartig heruntergebeteten Transparenz kriege ich den permanenten Zickenkrieg auch noch live mit. Doch als potenzieller Wähler wüsste ich gern mal was über Ziele, Visionen oder politische Ansichten der Piraten. Bei mir kommt lediglich an, dass der politische Geschäftsführer Ponader, eine selbsternannte atmungsaktive Kunstinstallation, seine in Transpiranz-Sandalen steckenden Käsemauken in die Kameras von Günter Jauch hält. Von dort twittert er, dass er gerade bei Jauch hockt. Danach doziert er bei Lanz darüber, dass er bei Jauch getwittert hat. Sein von ihm genervter Piratenkapitän Schlömer empfiehlt ihm öffentlich endlich mal arbeiten zu gehen, statt Spenden einzutreiben, um nicht von Hartz IV leben zu müssen. Gefühlt lümmeln Ponader und seine Piratenkollegen Lauer, Nerz und Konsorten häufiger auf Talkshow-Sesseln rum als in den Parlamenten, in die sie gewählt wurden. Das nervt. Anderes Beispiel. Das aktuelle Urheberrecht findet zum Beispiel auch die Piratin Julia Schramm doof. Sie wuchs auf mit Filesharing und CD-Brenner und hasst es, für Musik, Filme oder Bücher Geld zu bezahlen. Ein Menschenschlag, der bei Veranstaltungen prinzipiell fragt, ob es Ermäßigung gibt, selbst bei freiem Eintritt. Doch dann schreibt die Parteiprinzessin ein Büchlein, in dem sie im Internet surft. Dank Piraten-Popularitätsbonus findet sich ein komplett wahnsinniger Verlag, der ihr dank aktuellem Urheberrecht für ihren überflüssigen Ego-Schinken mehr Vorschusskohle zahlen kann, als Peer Steinbrück in einem Monat dazu verdient. Einen illegalen Buchdownload stoppt der Verlag, übrigens mit Billigung der Piratenautorin. Die Schwarte soll sich ja als Totholzversion im Buchladen verkaufen, damit der Vorschuss auch wieder reinkommt. Die Meldung geht aber auch wieder unter, weil gleichzeitig eine milieugeschädigte NRW-Piratin der ganzen Welt twittert, dass bei ihrem One-Night-Stand das Kondom geplatzt ist, weil die Hardware die Software kaputt gemacht hat. Frage, würde man sowas von Renate Künast auch erfahren? Sitzungen streamen, Parteitagsprotokolle uploaden, getwitterte Stutenbissigkeit und in der Führungsetage ein Burnout-Rücktritt nach dem anderen. Braucht die Welt dafür eine Partei? Nein. Wenn diese autistischen Riesenbabys nicht endlich mal akzeptieren, dass es da draußen auch noch eine Realität gibt, ist absehbar, dass diese sehr schnell wieder ohne die Piraten stattfindet. Dann war die Piratenpartei nur ein Pop-up-Fenster im Livestream der Geschichte, das schon jetzt so transparent ist, dass man es fast nicht mehr sehen kann.